So, herzlich willkommen zurück. Wir sind in den Fieberträumen. Oh Gott. Ich habe ein bisschen Schiss jetzt zu starten. Und ich muss auch was beichten. Richtig, wenn du es bemerkt hast, die vorherige Session, das war nicht ganz 4K aufgenommen. Sorry dafür. Ich habe jetzt Pumpkin Days, spiele ich jetzt nicht immer in 4K. Einfach auch ein bisschen Plattenplatz zu sparen. Das ist echt krass, was das jetzt wegnimmt, wenn du jetzt wirklich hohe Auflösung fährst. Und ich hatte die Einstellung noch im OBS behalten. Deswegen war das jetzt nicht 4K. Aber jetzt, ich habe es umgeschalten, hoffentlich läuft jetzt alles. Und ja, nun müssen wir loslegen. Holmes, da sind Sie ja endlich. Kate ist verschwunden. Was? Sie ging zum Unterricht, aber die Lehrerin sagte, sie sei nicht erschienen. Mrs. Hudson! Sie ist los, um die Leute in der Gegend zu fragen. Okay. Ich hoffe, sie ist bald zurück, Holmes. Kate! Bist du hier? Oh. Hey Holmes, lass dein Fenster erst gar nicht reparieren, denn die Sache ist noch nicht vorbei, du miese Drecksau. Glaubst du etwa, es nützt dir irgendwas, dass Percy ins Kitchen gewandert ist? Von uns gibt es mehr, als du dir vorstellen kannst. Und du kannst uns nicht alle im Auge behalten. Haben wir noch einen? Mr. Holmes, mein Name ist Molly Fowler und ich bin die Frau des armen Benjamin Fowler. Ich kann nicht in Worte fassen, wie erschüttert ich darüber bin, dass sie einsperren ließen. Ich war gerade dabei, ein neues Leben zu beginnen, zusammen mit. Er war gerade dabei, und sie haben alles zunichte gemacht. Bitte helfen Sie mir wenigstens jetzt, die Sache vor Gericht ins rechte Lot zu rücken, wahrscheinlich. Moment, ja. Sie können meinen Mann immer noch retten. Er ist unschuldig. Polly Fowler. Ich kapiere es einfach nicht. Könnte eines Abends nach Hause finden, Dr. Watson in völlig aufgeregten Zustand vor. Schreckliches vorgefallen. Finden Sie. Okay. Kate! So. Upsi. War hier nicht was? Eben? Okay. Oh, ein Laptop. Ein Tablet, meine ich. Okay. Hier war doch eben was, oder war das so eine Spiegelung? Ich dachte, hier wäre was gewesen. Ah. Finden Sie Charakteranalyse durch, indem sich wichtige Details können und folgern, was sie bedeuten. Hier. Okay. Was haben wir hier noch alles? Ich schau mal ganz rechts an. Oh. Warum steht der Schrank offen? Sie hat ihre Lieblingskleider mitgenommen. Sie hat ihre Lieblingskleider mitgenommen. Was war hier los? Was will sie nur mit ihrem Koffer? Ja, was wird sie schon wollen? Das ist mehr oder weniger offensichtlich.
Upsi. Sie hat hier etwas geschrieben. Sie nahm ihr Tagebuch mit. Kate hat gepackt und ist gegangen. Ich verstehe es nicht. Was war das? Das Geräusch kam aus Alice' Wohnung. Alice! So, voilà. Kate! Kate! Wo bist du? Du machst nie etwas richtig. Okay, wir müssen woanders landen, ich weiß es. Aber ich möchte trotzdem nochmal umschauen. Ist ja noch meine Fantasie hier. Wir müssen garantiert da hoch, weil der Weg einfach dahin ist. Da ist noch ein bisschen leuchtender, radioaktiver Schnee. Mir reicht es, dass ich dir einfach egal bin. Ja, das ist auch korrekt. Ich verstehe es gar nicht. Ich wünschte, alles würde mich erzählen. Ja. Wir lassen uns natürlich jetzt nicht aus dem Konzept bringen. Hier wird ordentlich abgesucht alles. Old Cemetery. Ja, ich weiß, wir müssen in diese Tür da rein. Das habe ich wohl gesehen. Aber jetzt ist ja klar, dass wir erst ein bisschen rumgucken. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen neue Informationen. Die Informationen ist das halbe. So, jetzt sind wir schon dran. Was machen Sie denn aus? Sie ist es. Alles. Diese Schlange. Sie hat sie verwirrt. Was? Alice, so ist meine Tochter. Ihre Tochter? Sie haben keine Tochter, Mr. Holmes. Mein Gott, was haben Sie meiner Tochter angetan? Was Ihnen nie gelang, Sie glücklich gemacht. Es ist mir egal, was Sie denken. Wo ist Kate? Sie Narr, Sie nützen ihr nichts. Warum die Mühe? Jetzt kriegen wir nur was zum Ohrfeigen, ne? Ja, alles klar. Oh. Holmes, aufhören! Ich werde Sie zwingen. Nicht nötig. Nutzen Sie Ihre Fähigkeiten. Ich kümmere mich um Sie. Bei meinem letzten Besuch sah es hier irgendwie anders aus. Es fehlt hier irgendetwas. Ach, schon wieder so ein Scheiß. Wütend. Ja, das, echt ehrlich. Ich habe sie glücklich gemacht. Wie kann die das sagen? Das sagt halt jeder von sich. Oh, eine Katze. Hat Kreide benutzt. Zugfahrkarte. Was ist das? Heathgate? Highgate. Ui. Schwarze Schleier, Trauerkleidung. Das war es, was ich oben gehört habe. So. Ja, ich weiß, wir müssen F benutzen. Und trotzdem mal gucken. Ja, hier gehen wir nicht raus, ist klar. Warum dieser komische Flash auf den Friedhof? Gut. Yeah.
Ziege. Rollstuhl. Ah, hier ist die Wiege. Die Uhr, da ist die Standuhr. Hamiltons Porträt war dasjenige, was bisher nur einmal da ist. Vergangenheit. Fotograf. Okay, wir müssen den Fotograf finden. Hier ist der Rollstuhl. Hamiltons Porträt. Wir müssen nur den Fotograf finden. Beschwörungstisch. Der Beschwörungstisch, Hamiltons. Also, die Wiege ist da. Ah gut, der hat die Pistole. Okay, passt. Beschwörungstisch, der Phonograf und Hamiltons Bild, richtig? So. Gut, das. Die Wiege weg. Rollstuhl. Wie war das? F1. Sollen wir nur Sachen, die sich verändert haben oder die weg sind? Wenn Sie Gegenstände aus, die bei Ihrem letzten Besuch noch hier waren, jetzt aber fehlen. Sie können bereits ausgewählte Gegenstände wieder auswählen. Das ist doch mal eine Anweisung. Damit kann ich doch arbeiten. So, also der Rollstuhl ist da. Also, ne, wisst schon. So. Die Uhr. Die können wir auch deaktivieren. So. Bild, Wiege ist nicht, Spiegel. Spiegel muss deaktiviert werden. Obwohl, warte mal. Spiegel? Spiegel ist da hinten. Spiegel ist da hinten. So, jetzt müssen wir nur noch mal schauen. Also. Ui. Was ist hier? Hier ist Alice reingekommen. Okay. Das ist nicht das Porträt, richtig? Rollstuhl, Wiege. Also Phonograph haben wir. Das ist halt schon, ist einfach eine Konzentrationsfrage. Und das Problem ist, dass ich nicht mehr so gut konnte. Ui. Die Tumor. Das ist jetzt eventuell schwierig. So, also Beschwörungstisch. Es können also mehrere Sachen sein. Die Grimoire. Finden wir die hier. So. Ein Buch. Ich dachte, da wäre eine Sicherung gewesen. Eine elektrische Sicherung am Fenster, aber das war der Fensterknauf.
eins zu eins dasselbe. Okay. Würde ich mal sagen, starten wir einfach. Nein, meine Auswahl ist nicht richtig. Upsi. Okay, Beschwörungstisch. Okay, also man kann schon jetzt nicht durch eine falsche Auswahl unterschiedliche Optionen und durch unterschiedliche Auswahl unterschiedliche Optionen aktivieren. Nicht jetzt! Ja, ich wollte es nur mal probieren. Hallo, kommst du zurück? Danke. Aber ehrlich gesagt, die... Ich sehe den Beschwörungstisch nicht. Ist es eventuell der da? Nee, das ist identisch. Ich komme genau zu dem Schluss. Das ist mein Problem. Der Tisch fehlt. Hier ist das Buch nicht drauf. Ist das Buch irgendwo hier? Beschwörungstisch habe ich ausgewählt. Phonograph habe ich ausgewählt. Gegenstände aus, die beim letzten Besuch noch hier waren, jetzt aber fehlen. Da ist ein Tablett gewesen. Ist das Tablett hier?
Oder ist es nur... Ach, das ist nur das Kerzenwachs, ne? Tja. Da bin ich jetzt aber ein bisschen irritiert. Ja. Nein, meine Auswahl ist nicht richtig. Aber das ist doch... Nein, meine Auswahl ist nicht... Hammer? Beschwörungstisch mal. Nein. Aber die sind ja... So. Alter. Die sprechen ja von Gegenständen. Ich meine, wir müssen sie ja auch mit... Damit ändern Sie gar nichts, Mr. Holmes. Weil sie ist ja kein Gegenstand, aber sie können wir auch nicht markieren. Ist da noch irgendwas? Ein Phonograph haben wir. Aha. Und das Foto, bitte. Wie können wir das Foto auswählen? Muss mal kurz üben. So. Wie können wir das Foto auswählen? Das Foto ist jetzt auch weg. Ist definitiv weg. Wir können es wahrscheinlich nicht auswählen. Ist ja doof. Gehört das mit zum Fotograf oder was? Ich kann ja hier nichts tun. Auswahl aufheben. Durchsuchen Sie den Raum, Holmes. Hä? Spiegel. Das Spiel ist ja nicht so tiefgründig, ehrlich gesagt. Kate hat entdeckt diesen Raum hier und dann hat es quasi... Da fehlt jetzt hier noch was. Spiegel... Wiege. Dann fehlt hier ja noch was irgendwie.
Das ist doch aber der Spiegel. Und das ist die Standuhr, oder? Oder ist sogar sehr gut. So. Dasselbe Dingsbus drin. Ja, dann weiß ich es jetzt ehrlich gesagt wirklich nicht. Ja, bin jetzt gerade ein bisschen ratlos. Also wir haben festgestellt, dass das Foto könnte halt noch was sein, aber da weiß ich nicht, wie ich das markieren soll. Nö, das ist auch nicht. Hier waren aber jetzt fehlen. Ne? Nein, meine Auswahl ist nicht richtig. Beim Stuhl oder was? Ich dachte, die wären runtergebrannt, einfach so. Das Porträt von Alice Vater, William Hamilton und einige Sachen, die für eine Seance nötig sind, fehlen. Ich habe gedacht, alle sind runtergebrannt. Weil die anderen Sachen waren auch runtergebrannt. Was für ein bescheuertes Rätsel ist das denn? Alter. Ja, okay. Also hier waren doch einige Kerzen runtergebrannt. Na toll. Ja, die Seance. Gegenstände für Seance. Fahrkarte Highgate. Trauerkleidung. Porträt Alice Vater. Spirit der Seance im Kontakt zu ihrem Vater Hamilton. Vater nach Heide, Trauerkleidung. Tja, Vater. Ich stelle mir, dass Alice den Friedhof von Heide besucht hat. Möglicherweise hat sie das heute Morgen auf Friedhof Heide, die Gruppe ihres Vaters Heide besucht. Das Bild ihres Sohnes auf Karte in Kontakt zum Vater. Hat der Kind auch mitgenommen. Deswegen das mit dem... Die Spur führt zum Friedhof. Watson, behalten Sie sie im Auge! Okay.
Also das ist schon nicht heftig gemacht, aber okay. Kate, was hat sie dir angetan? Wird die eingemauert hier oder was? Gott! Das ist Alice Vater! Mumifiziert! Das ist Alice Vater! Mumifiziert! Okay, können wir nochmal? Nee, jetzt haben wir. Okay. Schlangennester und Verschwörung im Bezirk St. Victor stießen Maurer beim Abrissarbeiten eines alten Hauses auf ein Nest von mehr als 100 Schlangen. Oh, das hatten wir schon. Sie waren am Boden eines seitenlangen trockenen Brunnens. Mitten in diesem Schlangennest fand man ein Kind, war das richtig? Es gibt eines Kindes, das vermutlich in den Brunnen gefallen war. Erstaunlicherweise hielt das Kind erst noch ein rotes Ledertuch in den Händen. Dies war zwar zum großen Teil zerfallen, aber ein Satz war noch lesbar. Nicht das Ende verraten. So. Nach Hause findet Dr. Watson völlig auf diesen Zustand. Ja, okay. Madame Destiny. Eine Laterne. Eine Karte der britischen Flüsse. Eine Karte der britischen Flüsse. Eine Karte der britischen Flüsse. Madame Destiny. Alice bewahrt die Sachen ihres Vaters hier auf. Selbst die Truhe von seinem Boot. Okay. Das mit den Kerzen war ja so doof einfach. Hier schläft Alice. Alice ist nicht nur seltsam, sie ist geisteskrank. Hoffentlich hat Kate das nicht gesehen. Ich habe gedacht, da stünde etwas, aber nein. Okay. Das ist schon. Also kam der dann doch aus dem Gefängnis raus, oder was? Ist die überhaupt seine Tochter dann? Nicht, dass das Kind von... Okay, wir gucken mal. Ist mir da nichts los. Irgendwas Giant. Kates Tagebuch. So geht's aus. Ich bin mit Alice auf dem Friedhof. Wir werden mit ihrem Vater sprechen. Die Zeremonie macht mir natürlich Angst, aber... sehr gespannt. Ich wollte mich nicht fürchten, denn das, was noch geschehen wird, wird noch furchterregender sein. Sie ist so schön. Sie hat die Kerzen vorbereitet. Das Porträt. Sie sieht so entspannt aus. Ich zittere am ganzen Körper und kann es nicht unterdrücken. Sie fängt an. Sie ruft ihn. Sie wendet sich nach innen und fängt zu murmeln an. Aber die ist in einer fremden Sprache. Da sie in einer fremden Sprache reden, in beiden Händen hält sie Kreidestifte. Ich zittere und ich kann nichts dagegen tun. Ihre Augen sind vollkommen weiß. Sie bewegt sich ruck- und krampfartig, ganz wie jemand, der sich in Todesschmerzen windet. Oder verrückt ist. Sie sieht mich nicht. Sie fängt an, als er zu sprechen. Es ist ganz schrecklich. Ich muss weinen. Mit ihren Kreidestoffen kritzeln sie den ganzen Boden voll.
unglaublich, dass ihr meinem armen Kind das alles zumutet. Verfluchtes Biest! Gut. Wir gucken erstmal ein bisschen weiter rum. Ich weiß, dass da auf dem Boden halt diese verschiedenen Hinweise sind. Alice hat dieses Buch für das Ritual hierher gebracht. Alice hat dieses Buch für das Ritual hierher gebracht. Okay. Diese Kerzen brennen schon seit fast 3 Stunden. Hier wurde der Vater von Alice bestattet. Ich tippe deswegen nicht auf, zunächst erstmal nicht auf diese Namen. Okay. Weil ich erstmal ein bisschen rumschauen wollte. Aber ich glaube, jetzt müssen wir damit beginnen. Okay, fangen wir mal mit einem On the Crossing. Trample by the Feet. Dickhäuter Feind. Opfer von Blei. Also ich hoffe, das kriegen wir dann alles niedergeschrieben im Buch und dann können wir es ordnen. Dort. Opfer von Blei. Da drüben. 4 anderen. Gehe zum alten Friedhof. Opfer von Blei, 4 anderen. In der Mitte von Dickhäuter Feind. Kates Koffer! Warum hat sie ihn hier gelassen? Gelehrter der Wege. Da fehlt noch eins, oder was? Oh, bitte nicht nochmal so eine lange Suche hier. Da hinten haben wir das schon mal. Und finde die Gruft. Mensch. Die ganze Zeit. Gut, wir müssen das jetzt in der. Ah, nein, hier. Buddelnder Riese. Diese Wörter bilden alle einen einzigen Hinweis. Diese Hexe Alice hat meine Tochter weitergeführt. Sie sind diesem Hinweis hier gefolgt und sind zum alten Friedhof gegangen. Muss ich mir das jetzt aufschreiben oder haben wir das irgendwo? Geh zum alten Friedhof und finde die Gruft in der Mitte von 4 anderen. Opfer von Blei, Gelehrter der Wege, Buddelnder Riese und die Kräuterfeind. Also waren Jäger, Opfer von Blei, irgendjemand, der erschossen worden ist. Gelehrter der Wege, Wegstrecken, irgendwas. Buddelnder Riese. Irgendein Unternehmer, Bauunternehmer oder irgendwas. Vielleicht sogar. Gut, dann brauchen wir das jetzt nicht aufschreiben, da bin ich sehr entzückt. Ich gucke noch mal ein kleines bisschen hier rundherum und habe schon wieder überhaupt nicht im Blick, wie lange wir hier schon spielen. Ja gut, ich bin mal gespannt, wie das trotzdem alles... Also ich meine, ich hatte sie ja ursprünglich in Verdacht, aber vielleicht verbindet sich das Ganze eben doch noch zu so einem Riesenrätsel. Okay, jetzt ist durch wundersame Weise natürlich alles. Wir wissen, dass der alte Friedhof da hinten ist, deswegen können wir eigentlich da hinrennen. So. Eigentlich kann man ja nochmal kurz Grabsteine gucken. Das ab und zu mal schauen, ob nicht da noch ein Wickler oder irgendwas steht. Aber das ist wahrscheinlich ja gar nicht beabsichtigt. Na gut. Das ist immer interessant. Halte durch, Kate. Also immer interessant, finden Sie viel Gruft auf dem Friedhof, auf den die Nachrichten alles bezieht, wählen Sie aus und wenn Sie uns jetzt, dann finden Sie die Ausrede für diese ausgewählte Gruft. Ich muss mich an die Details über die Personen erinnern, die hier auf dem Friedhof begraben sind. Die Tuberkulose schrieb, kann
nicht dürfen. Und hier? Ah. Oxford hatte drei jüngere Brüder mehr. Mal. Unbekannte Gruft. Ja, dann wird das wohl die sein, nicht? Dann ist das hier die erste. Architekt aus London wurde in einem Duell erschossen. Das ist... Ah, liebte Glücksspiele, wurde in einem Duell erschossen. So. Ja, dann wird die das sein, oder? Römisch schon. Die über 2 Meter groß. Sammelte römisch-britische Ausgrabungsstücke. Das ist der Riese. Ja gut, dann wissen wir eigentlich alle Grüfte, die beleuchtet sind wahrscheinlich. Wozu brauchen wir denn jetzt eigentlich dieses Visualisierungstalent? Ah, jetzt verstehe ich es. Okay. Gut, ja, dann. Gut, wie geschickt jetzt wieder das zugemacht worden ist. Leidenschaftlicher Bartträger, Enkel des Erzbischofs von Jamaika. Friedhof Gruft, Mitte. Opfer von Blei, das haben wir. Gelehrter der Wege, buddelnder Riese und Dickhäuterfeind. Buddelnder Riese haben wir, Opfer von Blei haben wir. Gelehrter der Wege und Dickhäuterfeind, müssen wir mal suchen. Enkel des Bischofs, das ist es nicht. Oh Gott, ja, das wird das da oben ist dann wahrscheinlich die Zielgruft. Oh. So. Oberste Richterin sein und englischer Anwalt hat Stellung auf. Opfer von Blei gewertet, gelehrter der Wege, der Unterwiesen. Botaniker, Eton College, Charles. Botaniker starb im Barrett und Typhus. Unbekannte Dorf. So, ja, da ist noch einer da vorne. Okay. Stelle Karte, richtige Straße, weil er macht den Kaffee, Kartograf, alles klar. Ja gut, das ist jetzt... Also überall da, wo die... Dinge sind. Jetzt müssen wir noch Dickhäuterfeind finden, ne? Opfer von Blei hatten wir, Lehrer der Wege, Buddel der Riese, Dickhäuterfeind. Von da oben kam war richtig. Die hatten wir schon dort oben, ne? Leidenschaftlicher Partner, der Onkel des Erzbischofs.
Stickkräuter fallen. Da oben, die haben wir schon. Wo bist du nicht? Ja, da stellen wir nicht. Die Kräuterfeind. Und da oben sind wir gekommen. Aber das bedeutet ja nicht, dass da oben... Nee, da waren keine Kuhhüfte. Ich stehe schon. Okay, aber den hatten wir ja auch. Also aktuell. Wurde Elefanten getötet. Sprachabisch und Chinesisch. Okay. Ja, es ist schon ein bisschen schaurig, muss man mal sagen. Wir haben ja fast alles, aber bekannter Fischhändler, Amateurboxer irischen Ursprungs. Wir haben es gefunden, ich weiß es. Ich weiß es. Ich möchte trotzdem noch ein bisschen rumschauen. Ja. Ich glaube, wir haben jetzt alle. So. Ja, gut. Dann machen wir jetzt mal. Da, wo sich alle treffen. Und wie vorhergesehen ist das irgendwo hier. Sand. Ja, wenn ich so auf die Uhr schaue, vermute ich ganz stark, dass wir jetzt am besten mal eine kleine Unterbrechung machen. Ja, dann wünsche ich mal viel Spaß noch. Bis zum nächsten Mal. Ja, ich weiß, ich bin grausam, aber so ist es nun mal. So ist das Leben. Also vielen Dank, dass du dabei warst und hoffentlich sehen wir uns dann bei der Lösung des Ganzen. Bis dann. Tschüss.